Hey, in der letzten Folge. What the hell? I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. He's gone. Yeah. Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. So. Wir sind wieder gut dabei, ich würde sagen. Schuss! Schuss! Muni alle. Oma. Alter Falter. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Ja. Wie es aussah, oder beziehungsweise wie es auch, genau, wie es aussieht, Ed wurde gebissen. Ja, was willst du? Ein paar Backpfeifen, wa? Ja, er wurde gebissen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie hier nochmal den Rest durchsuchen. Ich weiß gar nicht, welche Zelte wir jetzt noch nicht durchgeguckt haben und ja, welche wir schon durchgeguckt haben. Wir scheinen nicht alleine zu sein. Nein, das stimmt. Wir haben zwei schmucke Burschen dabei. Zwei schmucke Burschen und ein Mädel allein im Zelt. Na, ob das so gut geht. Jungs, ich würde sagen, ich grabbel hier mal ein bisschen und ihr... Ihr könnt ja zumindest mal so tun, als würdet ihr irgendwie hier Wache schieben oder so, statt mir die ganze Zeit auf den Arsch zu glotzen. Unfassbar. Oh, ein Rucksack! Na, sag an. Das Ding ist, wir haben hier noch einen. Ich nehme ihn erstmal, glaube ich, trotzdem erstmal mit hier. So, jetzt habe ich hier einen Rucksack und ich habe einen Rucksack im Rucksack. Wisst ihr, was das heißt? Rucksackception! So, Spaß beiseite, weiter geht's. Nehmen wir mal die Böller mit hier und jetzt haben wir den Rucksack im Rucksack. Den brauchen wir nicht. Denn, soweit ich mich erinnere, hat auch Markus den Großen und den Ed kann ich aktuell gerade sowieso nicht steuern. Deswegen hüpfen wir jetzt hier mal raus und gucken nach, wer hier eigentlich die ganze Zeit so vor sich hinstöhnt. Na guck mal, da liegt doch jemand. Sanitäter! Oh, nicht ganz. Naja. So, in der Hütte ist nichts mehr da, alles klar. Würde ich sagen... Wieso stand da ist nichts mehr da? Waren wir da schon drin? Da waren wir doch noch nicht drin, oder? Hört sich außerdem nicht ganz so an, als wenn da nichts mehr drin wäre. Ja, guck, da kommt doch schon erst raus, gibt's hier. Ja, ist genug für alle da. Und du auch. Im Vorbeigehen. Kein Problem. Da sag ich nur. Monster kill. Und jetzt erstmal eine Verschnaufspause. All quiet here. Da war ja wirklich nichts mehr drin. So, machen wir mal hier ein bisschen Sneaky Max Sneak. Schließlich mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen.
Schön wäre es, wenn man irgendwie so einen Sichtbarkeitsindikator noch hätte. So muss man sich jetzt eigentlich nur die ganze Zeit darauf verlassen, dass man nicht gesehen wird. Ja, da versucht irgendwie jemand gerade ins Haus reinzukommen. Hoffen wir mal, dass er hier vorne uns jetzt nicht gleich sieht. Na, sehr gut. Wer war das? Und wir müssen uns wieder ausbaden hier. Er lässt sich überhaupt nicht davon beeindrucken. Pass mal auf, Junge, ich zeig dir, wie das geht. Noch Fragen? Sounds like I've got company. I'm lucky they didn't hear that. Ja, ist ja keiner mehr da. So, jetzt haben wir da noch eine Hütte und dann müssen wir gleich noch zu den öffentlichen Toiletten. Aber erst. Na Mensch. Gut wäre es auch, wenn man irgendwie die Zombies auf etwas weitere Entfernung schon sehen könnte und dann nicht die ganze Zeit bis auf 2 Meter an sie ranschnecken muss, um sie dann letztendlich sehen zu können. Weil ich finde es teilweise doch recht anstrengend, Zombies zu finden oder zu lokalisieren, wenn sie im Schatten stehen. Zumindest wenn sie sich da nicht bewegen. Vielleicht tarnen sie sich auch einfach als Baum. Man weiß ja nie. Da versucht noch wieder jemand anzuklopfen. Ich würde sagen, genug geklopft. Nächstes Mal versuch's mit der Klingel. Gerade mal auf Max gewechselt, dann kann wenigstens Maya ein bisschen ausruhen. Außerdem weiß ich nicht, ob wir eventuell ein bisschen Equipment dann noch auf ihn ummünzen können. Was leider zum Beispiel nicht geht, ist innerhalb einer Gruppe mit Items hin und her tauschen oder hin und her wechseln. Man kann nur, wenn man in irgendwelchen Basen ist oder an so Container, wo man auch Sachen reinstecken kann, so wie hier zum Beispiel, kann man halt Equipment hin und her wechseln. Das geht aber leider nicht, wenn man in der Wildnis ist. So, diese unscheinbare Matratze oder was das hier ist. Auffällig, unauffällig. Und dann wieder nur ein Snack da drin. Da würde ich sagen, mampfen wir gerade mal ein und nehmen den einfach mit. Und dann... Ist hier vielleicht noch was? Nee. Ja, das haben wir alles abgeklappert. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch... Ah, da ist noch ein alter Pickup, okay. Bleibt eigentlich jetzt noch die öffentliche Toilette. Los geht's.
Ja. Von wo auch immer der jetzt plötzlich kam. Unterhalten die sich? Auf jeden Fall nicht mehr. So. Ist ja alles schön und gut mit den Äxten. Aber jetzt ist mal Zeit für größere Wummen. So geht es. Jo. Oh. Kopfschuss, beide Beine weg. Okay, also man muss doch gezielt treffen irgendwie. Ansonsten fallen die nur kurz um und laufen danach weiter. Ja, ich sagte gezielt treffen. So geht's natürlich auch. Hier. Kommen wir da oben eigentlich auch rein in die Fenster? I don't have enough space for this. Warte mal, wenn sie nicht genug Platz hat, können wir es ja trotzdem nochmal mit Markus versuchen. Vielleicht stellt er sich nicht so... Ja, siehst du wohl. Ed, halt meinen Rücken frei, bitte. Tja, dann wären wir hier auch fertig. Was haben wir denn noch alles so vor uns? Oha. Okay, erstmal kleine Brötchen backen. Entkommen. Mountainer ist am Arsch. Sehr gut. Jetzt können wir natürlich entweder zu Fuß laufen oder... Wir versuchen es mit dem Pickup, der hier irgendwo noch stand. Da. Ich würde fast sagen, das ist die clevere Variante. Also. Auf zum Pickup. So? Where are we going? I don't know. I guess we'll just head to town and try to find somebody. Yeah, or... Well, I kind of took that guy's walkie-talkie. Maybe we can raise somebody on that. Jesus, Ed, why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. So you robbed a dead guy, and you expect his friends to help us out? Wait, who says they're his friends? I mean, maybe they didn't even really like the guy. Dad? Dad, are you there? Oh, shit. Hello? Can you hear me? Who is this? Listen,
We're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. Wieso sind da schon wieder Zombies drin? Die haben doch eben noch gemacht. Oh. Ja, nerv nicht. Okay. Es ist nicht ganz trivial auszufahren, habe ich das Gefühl. Mhm. Für mich sowieso als Nicht-Consolero. So, wo müssen wir hin? Verlass die Montana, alles klar. Nichts leichter als das. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier einigermaßen vorwärts kommen. Oha, das riecht doch nach. Ja, sehr gut. Oh, guck mal, gleich neues Auto. We're headed your way. You said you were holed up in a church? What the hell's happening around here? You haven't heard? No cell reception at the lake. Guess you could say we've been out of the loop. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. It started, what, 12, 13 days ago? At first it was just weird stories on the news. Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky. Just strange stuff. Thanks for car. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good. Da krieg ich ja ein bisschen Pipi in die Augen. Anything else, they just keep coming. So you're saying those things are zombies? Das hat ja fast schon was von GTA hier. Some kind of messed up super virus. Maybe it's radiation. Ja, natürlich steckt noch überall die Schlüssel. Komm, steig halt schnell. Almighty freaking God. Your guess is as good as mine. So wait a minute. What's the government response to all this? Haven't they sent in the noch National Guard or something? The government? You don't get it. It's been total chaos. At first, they told us just to stay home, lock our doors, and wait for the all clear. Then the power died. No one ever sounded the all clear. Ja, ich würde sagen, da gehen wir mal inspekten. Better look around some more. Potenzielle Heimatbasis, okay. Incoming! Was willst du an meinem Auto? Zombies up ahead. Go through or go around. Immer fröhlich drauf da! Level up. Ist hier noch einer? Ich sehe da nur die leuchtenden Augen. Don't let it get up. Aus anderen Spielen weiß man, wenn die Musik alle ist, ist auch die Gefahr alle. Zumindest erstmal. So, da bin ich ja mal gespannt. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Nagelbrett und ein Stapel Baumaterialien. Okay. Wir können sie aufladen. Wir können nach Plünderern rufen, okay. Kann es auch. Hm. Wow. Nice. In dem gesamten Karton ist ein Schraubenschlüssel drin. Was muss das für ein Oschi sein, ey? Alter Schwede. Es trollt einen so ein bisschen.
bisschen, ne? Something's still moving around in here. Ja, wir. Heimwerkermaterialien. Wow. Lassen wir was hier? I don't have enough space for this. Mein Inventar ist voll. You don't say. So. Schon irgendwie komisch, dass hier alles so extrem dunkel ist und diese Häuser leuchten wie sonst was. Heads up. We've got zombie activity at 3 o'clock. 3 Uhr, ich habe eine digitale Uhr. Schon wieder Level up. Aber irgendwie kommen wir nur auf Level 2, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ach, das sind wahrscheinlich verschiedene Skills, wa? Was war das hier bei Zombieland? Cardio? Welche Regel war das? Finish it off! Das hört auch nicht auf hier. Guck mal, mein Knüppel da, meine Machete. Ist jetzt auch schon gelb. Ich möchte noch mal kurz gucken hier. Okay. Das ist auch ein Zombie. So ist hier aber nichts zu holen. Und irgendwie stört es mich persönlich ein bisschen, dass man in Häuser nicht laufen kann. Er ist immer noch verletzt. Und Buchhalter vom Beruf, okay. So. Dann sprinten wir jetzt hier mal schnell zum Auto, was schon wieder von meiner Leib... Ja, sehr gut, von meiner Leibgarde gemacht wird. Wobei, eine Leibgarde sollte man nicht dann so abschnetzeln. So, los geht's. Von da kommen wir, genau. Dann geht es jetzt auf jeden Fall erstmal weiter Richtung Süden. Aus dem Weg, Bitch!